Amok. Eine Tat, ein Kriegsschauplatz, mitten in Friedenszeiten. Unvorstellbar, unfassbar, unvorhersehbar. Realität gewordener Albtraum, der die Grundfeste unseres Miteinanders nachhaltig erschüttert. Da geht es schon um das Ziel, dass man der Welt im Wesentlichen zeigt, wozu man fähig ist. In Zypern kommt es zum ersten Schulamoklauf in Österreich. Eine Lehrerin stirbt, sie hat keine Chance. Wenn sie praktisch zu der Gruppe gehören, gegen die er einen Hass hat, wird er sie sofort umbringen. Jugendliche Amokschützen waren lange ein amerikanisches Phänomen. Heute stehen die Namen Littleton und Blacksburg in einer Reihe mit Winnenden, Erfurt und Emstetten. Städtenamen wurden Synonyme für Amokläufe. Überlebende Zeugen des Unfassbaren. Ja, wir sind alle ziemlich aufgebracht gewesen, waren alle in großer Panik. Helmut Z. versetzte in Zypern Schüler und Lehrer in Angst und Schrecken. Er saß seine Strafe ab und lebt heute wieder in der Nähe der Schule. Das ist das, was verletzt war. Das ist das, was zu Tode gekommen ist. Beim Kopfbereich, das war ein Streifschuss. Und sie hat noch einige Minuten gelebt. Als die ersten Amokläufe in Europa passierten, agierte die Polizei macht- und orientierungslos. Es gab keine Ausbildung für solche Fälle. Mittlerweile sind Streifenpolizisten und Sondereinheiten gut geschult. In Österreich trainiert die Cobra den Ernstfall. Die Problematik ist wirklich darin gelegen, dass Amoklauf in der Regel die ersten 20 Minuten die größten und schwierigsten Szenarien passieren, auch die meisten Tötungen passieren. Fassungslosigkeit hinterlassen die Täter. Mit Schüssen auf Kinder und Jugendliche treffen sie eine Gesellschaft an ihrer empfindlichsten Stelle. Aber wer tut so etwas und warum? Der Breivik von Traun hatte ein besonderes Merkmal, Ausländerhass. Was ihn mit seinen Vorgängern eint, ist seine Skrupellosigkeit. Ich habe ihn 2 oder 3 Mal voll getroffen ins Gesicht, da hat er kaum reagiert. Amok. Ein unfassbares Phänomen, das sich jeglicher Kontrolle zu entziehen scheint. Zurück bleiben trauernde Angehörige und viele Fragen. Die kleine Gemeinde Zypern im Bezirk Neunkirchen, unweit von Wiener Neustadt. Am 5. Mai 1997 kommt es hier zu Österreichs einzigem Schulamoklauf. An der örtlichen Volks- und Hauptschule verliert ein 15-jähriger Schüler die Nerven und erschießt die 48-jährige Lehrerin Annemarie Kral mit dem Trommelrevolver seines Vaters. Eine zweite Lehrerin verletzt er schwer. Mit der Waffe wollte er eine Mitschülerin beeindrucken. Als die Lehrerin eingreift, eskaliert die Situation. Er hat einmal in die Luft einmal geschossen, sind wir alle unter dem Tisch gelegen. Dann hat er das erste Mal angeschossen, dann ist sie ganz hinten gegangen, noch um Hilfe geschrien, dann hat er es noch einmal angeschossen. Dann ist er draußen irgendjemand angeschrien, dann ist er rausgegangen und hat draußen ein paar Mal herumgeschossen. Zuerst hat er hinten noch einmal nachgeladen. Heute lebt dieser Schüler, Helmut Z., jetzt 31, wieder im Haus der Eltern in Zypern. Zusammen mit seinen 4 kleinen Geschwistern und deren Kindern. Nach 8 Jahren Gefängnis in der Jugendstrafanstalt Gerersdorf, von denen er nur 5 wegen guter Führung absitzen musste, ist er heute einer der Müllfahrer der Region, der 22 Gemeinden betreut. Unter Kollegen gilt er als voll rehabilitiert. Hey, was wissen müssen? Wissen sie und die anderen, ja. Die meisten schauen halt blöd, wenn du denen das sagst, aber ja. Mein Gott, na Buh, was warst denn da deppert? Wenn man da noch die hiesigen großen Tageszeitungen geht, wenn man sich nach denen Meinung bildet, dann, ja, missert man ja oft quasi das volle Ego-Schwein sein. Unhöflich, unsympathisch. Ein richtiges Gefrasssackl halt. Ich muss sagen, was mir persönlich von den ganzen Dingsgeschichten her am besten Tag ist eben der Chef. Da hat er gesagt, okay, jetzt haben wir, was ich weiß, ich wieder eine von den U815 Zeitungen da angerufen. Das und das wollten sie wissen. Und ich habe halt nur gesagt, wisst ihr was, lasst es nachgeladen, der macht sich hocken und mehr hat mich als Chef nicht zu interessieren. Damals war dem 15-Jährigen die Sicherung wegen des familiären Drucks durchgebrannt.
Die Mutter erhielt am Tag vor der Tat die Diagnose einer tödlichen Erkrankung. Der Vater war am Bau und an der Flasche. Der Junge somit das alleinige Familienoberhaupt. Mit Gewalt sucht er Anschluss und landet im Gefängnis. Der damalige Stellchef, Stellvertreter, also Abteilungschef, Stellvertreter, sagen wir so, hat er gemeint, naja, und wenn du dich umbringen willst, bring dich um, nur mach keinen Dreck dabei. Und sonst, ja, dann war ich oft bis zu der Verhandlung, dann bin ich berufen gegangen. Ja, und dann bin ich eben auf Gerersdorf gekommen. Dort habe ich meinen Maler leer gemacht. Die Schlagzeilen lassen die Wunden bei der Gemeinde, bei den Opfern, bei Helmut selbst bis heute nicht heilen. Ja, das Problem ist das, es wird oft wird irgendwas geschrieben oder wird das mit irgendwas in Zusammenhang gebraucht, was sagen wir, überhaupt nicht wirklich was zu sagen hat. Ja, sagen wir St. Pölten da, einziger Zusammenhang, ja, es war in der Schule. Nur wie es bei den Herren war, da war der, das war auf einem Mühlendrama, kann man sagen. Und ja, die Waffen waren illegal. Ja, das war ja bei mir alles nicht. Ich meine, war auch ein schwerer Fehler, ist klar, aber ja, wenn ich es ändern kann, würde ich es eh. Aber das geht halt leider nicht. So, Achtung! 22. Juli 2011. Am Tag, an dem Anders Behring Breivik 77 Menschen in Norwegen massakriert, beginnt auch der 48-jährige Johann Neumüller in Traun bei Linz eine beabsichtigte Massentötung. Seine Ziele? Umsturz und Rechtsruck der Republik. Tod aller Ausländer. Mit einem Kleinkalibergewehr schießt der Ex-Soldat in seinem Hauseingang in der Dr. Konrad-Lorenz-Straße ein rumänisches Ehepaar nieder, tötet den Mann vor den Augen seiner Enkel. Chefinspektor Thomas Schmolz leitete in dieser Nacht den Einsatz. Mein Name ist Thomas Schmolz und ich komme vom Bezirkspolizeikommando Linz-Land, bin dort im Kriminaldienst tätig. Und in der besagten Nacht wurde ich von den Kollegen verständigt, die die Erstentschreitungen durchgeführt haben. Ich war an diesem Tag zu Hause, bin dann von zu Hause hierher gefahren und habe dann mit den Kollegen und den Beamten vom Landeskriminalamt die Aufarbeitung des Falles begonnen. Also da von der Ausgangstür dieses Mehrparteienhauses ist die Familie, die da bei einer Nachbarfamilie des ehemaligen Täters zu Besuch war, rausgekommen. Und wie die da rausgegangen ist und den Weg raufgegangen ist, ist der Täter ebenfalls ihnen gefolgt und hat aus dieser Position in etwa einen Schuss auf die Dame abgegeben. In weiterer Folge ist er dann noch ein paar Schritte vorgegangen und hat auf ihren Gatten, der sich bereits einen Meter vor befunden hat, ebenfalls Schüsse abgegeben. Im Zuge dieser Schussabgabe ist dann der Sohn, der bereits vorne mit seinen Kindern in einem Auto gewartet hat, zu Hilfe gekommen, hat da einen Raufhandel begonnen mit dem Täter, in deren Zuge der Sohn der Angeschossenen ihm die Langwaffe entreißen konnte, er jedoch vom Täter noch einen Messerstich abbekam. Die Nachbarn rufen die Polizei, greifen aber nicht ein. Der lebensgefährlich verletzte Sohn kann dem Täter das Gewehr abnehmen und verhindert so den weiteren Amoklauf. Wie die erste Streife zugefahren ist und in etwa in diesem Bereich der Mülltonne dort vorne stehen geblieben ist, sind die beiden Beamten mal ausgestiegen, worauf sofort vom Gebüsch Zugang zu diesem Haus eine Person auf sie zugekommen ist. Und auf Frage, was denn da vorgefallen sei, wollten sich die Beamte natürlich bei dem Herrn erkundigen, hat denn der Täter zu ihnen sofort gesagt, dass er es gewesen sei, beziehungsweise er die Schüsse abgegeben hätte. Die Beamten haben daraufhin sofort die Festnahme ausgesprochen und haben ihn am Boden abgelegt und mit Handschellen geschlossen. Also er war den kurzen Moment, wo wir Kontakt mit ihm gehabt haben, war an und für sich sehr unauffällig. Warum bei ihm genau an diesem Tag das ausgelöst worden ist, dass er diese Tat begeht, ist schwierig und ist auch derzeit noch ein Ermittlungsakt beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Die versuchen noch einmal aufgrund der ganzen Aktenlage, aufgrund der ganzen Sachverhalte, die uns irgendwie bekannt worden sind, zu analysieren, warum es zu dieser Tat bzw. das Motiv herauszuarbeiten, warum der Täter das gemacht hat. Aber wie gesagt, das ist noch Gegenstand von Ermittlungen und da geht der Abschlussbericht noch ab. Die schrecklichen Taten eines Einzelnen prägen die kleinen Orte, in denen sie geschehen sind. So auch Winnenden.
Die beschauliche Kleinstadt nordöstlich von Stuttgart ist seit März 2009 synonym für einen Amoklauf. In der Albert-Will-Realschule sterben 12 Menschen. Ermordet von einem 17-jährigen ehemaligen Schüler. 3 weitere Menschen erschießt der Täter auf der Flucht durch ein Industriegelände. Das Unfassbare endet erst, als sich der Jugendliche nach einem Schusswechsel mit der Polizei auf dem Parkplatz vor einem Autohaus selbst das Leben nimmt. 3 Stunden dauert der Irrsinn des jungen Mannes. Mittlerweile sind solche Ereignisse leider kein unbekanntes Phänomen mehr. Warum müssen so viele Unschuldige sterben? Warum bringt ein 17-Jähriger 15 Menschen um und tötet am Ende sich selbst? Winnenden war ein Schock, weil das, glaube ich, endgültig diese Idylle oder dieser Grundvorstellung von Harmonie oder Kontrollierbarkeit weggewischt hat. Also man konnte nicht mehr von Einzelfällen sprechen und auch die Anzahl der Toten und dieses Hereinbrechen sozusagen in eine Gemeinde eines Massenmordes hat doch sehr, sehr weit gewirkt. Begonnen hatte der Tag wie jeder andere für die 1400 Schüler der Realschule in der Albert-Will-Straße. Gegen 9.30 Uhr betritt der 17-Jährige das Gebäude. Er ist mit einer Pistole der Marke Beretta bewaffnet und hat mehr als 200 Schuss Munition dabei. Hier hatte der Junge im Vorjahr seinen Abschluss gemacht. Auf den Fluren kennt er sich aus. Er nähert sich seinem ehemaligen Klassenzimmer, in dem die 9C gerade Deutschunterricht hat. Es ist Raum 305. Hier sitzt auch der Schüler Dennis. Die Stunde hat um 9.10 Uhr angefangen, ging dann halt genau in der Mitte von der Stunde, kam halt der rein. Also ich hab gar nicht gemerkt, dass er reingekommen ist. Und hat dann hab gedacht, der hat irgendwie einen Böller reingeworfen, also weil es so geknallt hat. Und dann wurde es immer lauter. Und da habe ich eigentlich gedacht, das ist so ein Scherz oder so ein Test, wie wir auf sowas reagieren würden. Und dann habe ich halt gesehen, dass da schon Blut auf dem Boden war. Und dann ist er auch gleich wieder rausgegangen, nach 5 bis 10 Schüssen. Und dann hat auch gleich unsere Lehrerin die Tür zugeschlossen. Und halt haben alle auf den Boden gelegen und alles verbarrikadiert. Im Raum 305 sterben 3 Mädchen. 14, 15 und 16 Jahre alt. Ihre Mitschüler müssen mit ansehen, wie der Amokläufer unaufhaltsam seinen Plan umsetzt. Waren direkt vor ihm, also an der Tür. Die saßen auch direkt an der Tür, also vor denen. Und die dritte, die saß 2 Meter neben mir. Und ja, die hat sich umgedreht, aber hat in dem Moment, wo sie sich umgedreht hat, schon auf die geschossen. Ich habe irgendwie nur noch 2 gesehen, die halt nur noch da so saßen und halt das Blut rausgekommen ist und die anderen am Fuß, hier an der Schulter. Und eine hatte irgendwie, der hat, also als halt die Tür zu war, der hat irgendwie durch die Tür mal geschossen oder so. Das ist der eine hier so ein bisschen noch halb zugeschliffen. Kriminaltechniker finden später heraus, dass der Täter in der Schule 60 Schüsse abgefeuert hat. 3 Mitschülerinnen tötet er von hinten. Man kann sagen, dass er Klassenzimmer für Klassenzimmer sich vorgenommen hat, hineinging und jeweils aus nächster Nähe Schülerinnen und Schüler erschossen hat. In dem einen Klassenzimmer befand sich nur eine junge Referendarin, die er ebenfalls aus nächster Nähe erschossen hat. Die beiden Lehrerinnen hat er offenbar auf dem Flur angetroffen und ebenfalls mit mehreren Schüssen getötet. Ich gehe davon aus, er hatte einen Plan, weil er die Schule kannte. Wenn ein Amokläufer mit der Tatausführung beginnt, dann ist höchste Lebensgefahr für alle Beteiligten gegeben. Es gibt kein Verhandeln, es gibt kein Mitleid. Diese Täter hören nicht auf. In der Regel erschießen sie sich am Ende selbst. Das trifft auch auf den 17-jährigen Täter von Winnenden zu. In 2 Klassenzimmern und einem Chemiesaal tötet er ehemalige Mitschüler und Lehrer. Und dann ist er halt in der anderen Klassenzimmer gegangen und hat auch rumgeschossen, als es haben gehört. Dann ist unsere Lehrerin hingegangen, hat die Tür aufgeschlossen, da stand er auch schon vor der Tür. Hat unsere Lehrerin in den Arm geschossen, aber die hat dann nochmal geschafft, die Tür zuzumachen. Na, dann
hat er kurz geschossen und dann ist er wieder verschwunden irgendwie. Ja, und dann haben alle schon die Polizei angerufen, Feuerwehr und so weiter. Ja, und dann gehofft, dass schnell Hilfe kommt. Niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, ob der Täter noch im Gebäude ist. Die Schüler verbarrikadieren die Türen und versuchen, den Verletzten zu helfen. Viele sind starr vor Angst. Ja, wir sind alle ziemlich aufgebracht gewesen, waren alle in großer Panik. Die Mädchen haben fast alle geheult. Und ja, wir Jungs, wir saßen nur da in der Ecke, hatten einen leeren Blick. Und es war einfach schrecklich, so ein Anblick. Die Nachricht vom Amoklauf verbreitet sich schnell in dem kleinen Ort. Gisela Meyer hat eine 24-jährige Tochter, die als Referendarin in der Albert-Will-Realschule arbeitet. Ich war unterwegs und wurde angesprochen. Ja, da wäre ein Amoklauf. Ich dachte, na ja, irgendwie Riesenkrach, ein paar Stühle kaputt, vielleicht hat einer einen Stuhl durchs Fenster geschmissen oder sonst was. Diese Dimension hatte ich völlig ausgeblendet. Die Polizei beruft zu dieser Zeit alle verfügbaren Einsatzkräfte an die Realschule. Ohne auf das Sondereinsatzkommando zu warten, dringen um 9.37 Uhr zwei Teams der Bereitschaftspolizei in das Schulgebäude ein. Die Beamten wissen, dass sie den Täter aufhalten müssen, damit es nicht noch weitere Opfer gibt. Diese beiden Interventionsteams sind in die Schule ins Objekt hineingegangen, sich gegenseitig absichernd. Der Täter hat sofort unsere Kollegen wahrgenommen und auf sie geschossen. Und daraufhin ist der Täter im Obergeschoss aus der Sicht der Kollegen nach rechts verschwunden. Die Polizisten durchkämmen das Gebäude. Die Suche nach dem Täter ist gefährlich. Der Amokläufer kennt die Räumlichkeiten besser als die Beamten. Die Polizei trifft den Mörder nicht an. Während die Beamten das Schulgebäude durchsuchen, flüchtet der Todesschütze, von den Einsatzkräften unbemerkt, aus dem Gebäude und entkommt zu Fuß. Sein Weg führt in Richtung einer psychiatrischen Klinik. Niemand folgt ihm. Auch die Polizei kann nicht verhindern, dass der 17-Jährige seinen tödlichen Plan weiter fortsetzt. Für uns war aber zunächst nicht klar, ob weitere Täter sich in der Realschule aufhielten. Das oberste Gebot in derartigen Situationen ist, die Lage vor Ort so sicher zu machen, dass für die betroffenen Schülerinnen und Schüler keine Gefahr mehr gegeben ist. Aus dem Blickfeld der Polizei entkommen, mordet der Amokläufer auf seiner Flucht über das Gelände der angrenzenden Psychiatrie weiter. Mit mehreren Schüssen tötet er den Gärtner Franz J. Durch Österreichs einzigen Schüler-Amoklauf ist der Name der niederösterreichischen Ortschaft Zöbern seit 1997 bis heute eng mit dem Schrecken verbunden. Wie aber sollen der Ort und alle Betroffenen mit der wachen Erinnerung an die ermordete Lehrerin jemals zufrieden kommen? Der heute resozialisierte Täter Helmut Z. lebt wieder dort mit seinen Geschwistern. Die Eltern sind längst getrennt. Seinen ehemaligen Opfern begegnet er im Supermarkt oder beim Friseur. Reden will man nicht mehr darüber. Trotz der Schuld und des Schweigens kann Helmut langsam wieder vorwärts sehen. Wegziehen will er nicht. Ich muss sagen, so was wie ein Dings jetzt da, Mainviertel, Waldviertel lasse zu, das war mir zu fluch. Das war zu fluch, so wie das da ist. Du hast deine Berg, wenn du wirklich mal schreien musst oder schimpfen, gehst du in den Wald, dann hört es keiner. Und sonst klopft halt der Specht auch nicht. Nein, aber so ist da rum, muss man sagen, recht schön. Da drüben die Brücke, wo ein Arbeitskollege von Papa gesprungen ist. Helmut ist nach Gefängnis- und Lehrlingsjahren in einem Tiroler Hotel gerne nach Zöbern zurückgekehrt. Im Ort will man vor allem die Schlagzeilen nicht mehr sehen. Jetzt musst du rechnen, das ist eine kleine Ortschaft mit 1500 Einwohnern. Und ja, eben. Normalerweise in so einer Ortschaft schätze ich keiner was. Ja. Nur jetzt, dadurch, dass so negativ in die Medienwelt gekommen ist. Na klar, und wenn irgendwas ist,
Wenn bei den Armen wer einer auszuckt, ne, da war ich zu übernehmen was. Nicht klar. Ah, mein Gott, nicht, nicht das war aber ein toller drauf. Nicht klar. Denken Sie nach. Mich ärgert es auch, was ich glaube, was wahrscheinlich noch schlimmer ist, ist für die Tochter von der Lehrerin. Und eben für die Lehrerin, die verletzt war. In der Landesnervenklinik Wagner-Jaurek in Linz werden Psychogramme von Amokläufern erforscht. Die Klinik ist spezialisiert auf psychische Erkrankungen. Die Psychiaterin Dr. Adelheid Kastner ist zuständig für die gerichtliche Begutachtung schwer einzuschätzender Täterpsychen, wie denen von Amokläufern. Auch wenn diese Fälle in Österreich selten sind, gehört die Aggression, die dahinter steckt, zur Normalität. Manche schlucken, manche brüllen, manche schreien, manche machen Sport. Manche schlagen die Kinder, manche schlagen die Frau, die anderen saufen. Ich denke mir, Möglichkeiten, die Wut auszuleben, sind vielgestaltig. Die Ursachen für einen Amoklauf sind bei den Tätern oft identisch. Doch die Art, wie sie ihre Wut ausleben, hat sich verändert. Dann muss man nur sagen, dass der Amoklauf einen Bedeutungswandel durchgemacht hat. Das war ja früher ganz ein anderes Tatgeschehen, das damit bezeichnet wurde. Was wir heute damit bezeichnen, sind so maximal destruktive Mehrfachtötungen, Mehrfachmorde, die nicht selten in öffentlichen Einrichtungen und auch nicht selten von jungen Männern begangen werden. Gleich bei Spiegel TV Österreich. Ein Täter erinnert sich. Das ist das, was zu Tode gekommen ist. Sie hat noch einige Minuten gelebt. Die schreckliche Amoktat von Traun in Oberösterreich. Vor einem Jahr schießt ein 48-Jähriger ein rumänisches Ehepaar nieder. Ein Mann stirbt. Die Ursache? Ausländerhass. Der Sohn des Ermordeten kämpft noch immer mit der grauenhaften Erinnerung, die ihn und seine Familie belasten. Nur schwer findet der ebenfalls fast tödlich Verletzte wieder in seinen Alltag als Entlüftungstechniker. Nach dem Selbstmord des Täters in seiner Zelle scheint der Staat Österreich an der Aufklärung der Tat kaum mehr interessiert. Der Täter selbst bleibt ein Rätsel. Der reagierte auf meine Schläge fast gar nicht. Also trotz, dass ich mit voller Kraft auf ihn eingeschlagen habe und auch ihm eine Platzwunde. Also man sieht es auch auf die Foto von Verhaftung, dass er hier eine Schwellung hat. Und ich habe ihm zwei oder drei Mal voll getroffen ins Gesicht, da hat er kaum reagiert. Also ich dachte danach, er wäre auf Medikamenten gewesen. Er roch nach Bier. Starker Biergeruch. Mir wurde gesagt, er war nicht alkoholisiert. Ganz komisch eigentlich. Zu diesem Zeitpunkt war meine Gedanke, ich das Ganze ist so überraschend gekommen, dass die Reaktion war, ich muss ihn stoppen, weil sonst, ja, vielleicht haben meine Eltern eine Chance. Das war der Gedanke. Und zum Glück ist für uns gut ausgegangen. Ich bin froh, dass Kinder nicht passiert ist. Und dass Mama durchgekommen ist. Neumüller war zuvor schon wegen Alkoholismus, Gewalttätigkeit und Ausländerfeindlichkeit aufgefallen und hatte seinen Waffenschein verloren. Trotzdem hatten die Behörden ihm die Waffe nie abgenommen. Am Tag der Tat wurden an ihm Dutzende Manifeste gefunden, die seine geplanten Opfer hätten tragen sollen. Adrian Holuczek hat es gerade noch verhindert. Er wünscht sich eine Verschärfung der Waffenkontrolle, damit der Tod seines Vaters wenigstens einen Sinn gehabt hat. Im Nachhinein, wenn man erfährt, ja, seine Waffenbesitzkarte war abgenommen worden, er war schon aggressiv gewesen,
Seine Waffe dürfte er trotzdem behalten. Da fragt sich man, wo in Österreich die Gesetze doch so genau eingehalten werden und so genau verfolgt werden, wie kann es sein, dass in dem Bereich, wo es wirklich gefährlich ist, also Waffengesetz, das so lückenhaft sind, dass ihm die Waffenbesitzkarte abgenommen wird, aber kein Waffenverbot gleichzeitig erteilt wird. Die Diskussion um Waffengesetze kennen die USA. Hier wurde der Amoklauf an der Columbine High School im Bundesstaat Colorado zum Inbegriff des School Shootings. Im Frühjahr 1999 töteten zwei Teenager 12 Mitschüler, einen Lehrer und nehmen sich schließlich das Leben. Die Tat in Columbine war der Sündenfall. Diese beiden Täter, das haben die beiden sehr bewusst gemacht, haben gewissermaßen eine Art Blaupause für solche Taten geschaffen. Sie haben gesagt, okay, wir machen Ideologie draus, wir rächen uns. Das ist praktisch ein Kampf gegen eine unwerte Gesellschaft. Und wir wollen weltweit gewissermaßen, ja, sozusagen als Pin-up Boys für solche Taten gelten. Und es ist ihnen gelungen. Die 17- und 18-jährigen Täter tragen schwarze Trenchcoats und sind schwer bewaffnet, als sie die Schule betreten. Eigentlich wollten sie Sprengsätze zünden, was ihnen aber nicht gelingt. Dann feuern sie um sich. Schon zuvor waren die Jugendlichen auffällig geworden. Mit ihren Waffen, Drohungen und ihren veröffentlichten Texten versuchten sie immer wieder Aufmerksamkeit zu erlangen. Columbine war ein Beispiel dafür, wie viele Warnsignale auftreten, ohne dass sich jemand darum kümmert. Und diese beiden Täter waren der Polizei auffällig gewesen. Sie haben Sachen ins Internet gestellt, sie haben Sachen praktisch in so Jahresbüchern der Schule gestellt. Sie haben versucht, sich Waffen zu beschaffen. Das heißt, sie haben eigentlich alle Warnsignale gezeigt, die man nur zeigen kann, und trotzdem hat niemand interveniert. Nach heutigem Wissensstand hätte Columbine, wie viele andere Taten in USA, in Europa, in Deutschland auch, hätten verhindert werden können. Die Rettungseinsätze des bis dahin folgenschwersten School-Shootings werden live übertragen, die Überwachungsvideos der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mit folgenschweren Konsequenzen. Columbine gerät zum Vorbild für andere. Columbine hat fatale Nachahmungseffekte ausgelöst, weil die Täter in ihrem Outfit bei der Tatausführung im Original gefilmt worden sind und diese Filmsequenz ins Internet gelangt ist, 100.000-fach weiterkopiert wurde, damit präsent ist, wenn Sie das heute im Internet recherchieren. Und weil Originalhinterlassenschaften, Botschaften, Schriften, Äußerungen dieser Täter ebenfalls im Internet verfügbar waren, lange Zeit, und studiert werden konnten. Immer wieder kollidieren Informationspflicht der Medien, Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit und das Recht der Betroffenen auf Wahrung ihrer Privatsphäre. Dabei müssen sich die Berichterstatter zuweilen Kritik gefallen lassen. Kameras und Journalisten sind häufig schon vor Ort, bevor die gefährdeten Schüler in Sicherheit sind oder der Amokläufer aufgehalten oder getötet werden konnte. In Littleton wird sogar live übertragen, während sich die Attentäter noch im Schulgebäude aufhalten und Schüler und Lehrer töten. Man wollte im Mittelpunkt stehen und berühmt werden damit, auch postmortem nach dem Tod. Das war ein ganz, ganz wesentliches Motiv, und die Taten waren auch genauso vorbereitet, dass das der Fall sein würde, inklusive der entsprechenden medialen Vorbereitung und Aufbereitung in den einzelnen Fällen. Die Präsenz in den Medien ist problematisch. In ihrer kranken Gedankenwelt sehen sich Amokläufer als eine Art Superheld und ihre todbringende Tat als etwas, das Aufmerksamkeit zu verdienen scheint. Es ist natürlich unrealistisch und wäre auch falsch, Medienberichterstattung über Amokläufe komplett zu unterbinden. Das wird nicht funktionieren. Und es gibt auch ein Interesse daran, darüber zu berichten, und auch, dass darüber berichtet wird. Aber es gibt ein paar klare Regeln. Und die heißen beispielsweise: nenne niemals die Namen solcher Täter. Mache sie unkenntlich. Wenn man Fotos oder Filme hat, dass man die Gesichter verpixelt, dass man sie entindividualisiert. Und diese Regeln, indem man sozusagen nicht ihre Abschiedsbriefe in jedem kompletten Wortlaut veröffentlicht, indem man sie nicht sozusagen personalisiert, indem man sie nicht dämonisiert, aber auch nicht als tragische Menschen darstellt, nichts anderes tun können. Diese wenigen Punkte helfen schon sehr, sehr viel, um diesen gefürchteten Nachahmungseffekt, dass andere draufspringen konnten, deutlich zu reduzieren. Die Täter und die Medien. Wie Mahnmale hat Helmut Z. alle Zeitungsausschnitte seiner Tat gesammelt. Und fühlt sich, bis auf das Monatsmagazin Datum, das sich ihm über 3 Monate annäherte, von allen Medien falsch wiedergegeben. Als kaltblütiger Mörder, als Monster.
An die Tat selber hat er keine Erinnerung. Die Kurzschlussaktion ist durch einen Blackout ausgelöscht. Seit damals hat er keine Schusswaffe mehr angerührt. Bis heute hat er seine Tat nicht in Worte fassen können. Das ist das, was verletzt war. Das ist das, was zu Tode gekommen ist. Ja, es ist... Auch wenn es schon ewig her ist, aber leicht ist es auf das Ausschauen trotzdem irgendwie nicht. Ja, und das ist halt... Ja, das ist die kleine Zeitung. Die haben halt da unbedingt. Er sagte kein Wort, drückte ab. Das Projektil traf sie, traf den Klassenverstand in den Kopf, die auf der Stelle tot war. Das ist so gesehen auch nicht richtig gewesen. Weil in Schilderungen für die Menschen beim Kopfbereich, das war ein Streifschuss. Und sie hat noch einige Minuten gelebt. Ich meine, was wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich sogar noch schwerer ist. Es gibt schon immer wieder zu denken, weil du denkst, bist du da? Jetzt war die Lehrerin wahrscheinlich Oma oder was, oder schon da bitte Oma und. Nein, es ist. Es ist schlimm, ist das. Versuche, die verletzte Lehrerin und die Tochter der Ermordeten um Verzeihung zu bitten, bleiben vergeblich. Die Schuld bleibt erhalten. Helmut Z. versucht, sie dennoch aufzuarbeiten. Ich meine, ja, es ist in Zöbern ein paar gibt's, mit denen kannst du über diverse Sachen reden, aber dann sagst du das, ne, wenn du halt, sagen wir, um irgendwas redest, ne, ja, geh los, das ist ja schon wieder längst vergessen, oder? Da bist du deppert, oder? Ne, was, was Gefühle rein, bist du schwul, ne, ne? Landleim. Das ist halt, das ist am Land halt schwer, aber ja. Das ist halt. Entweder man lernt es verklemmen auf oder man lernt es nicht. Helmut Z. ist heute, 15 Jahre nach seiner Kurzschlusshandlung, ein anderer Mensch geworden. Halb Jahr bis ein Jahr, ja, mal schauen. Vielleicht hilft er schon die Haushälften. Weil wir haben das Haus übernehmen. Ja, dann schauen. Vielleicht irgendwann heiraten. Zu viel planen dürfen wir nicht. Weil, wie hat der Forrest Gump gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was einen erwartet. Oh, yeah. Der frühere Amokläufer versucht mit seiner Vergangenheit abzuschließen. Auch wenn er als Teenager getötet hat, bemüht er sich heute, anderen das Leben zu erleichtern. Seinen vier Geschwistern, seiner älteren Lebensgefährtin und ihrem Sohn, seinen Arbeitskollegen und den Gemeinden, die er als Müllfahrer betreut. Dort ist er heute als freundlicher, sanfter Mensch bekannt. Psychiaterin Heidi Kastner kennt die Zerrissenheit der Täter gut. Mitschuld an Amokläufen trägt für sie nicht zuletzt auch eine Gesellschaft, die verlernt hat, Gewalt zu verstehen. Was wir jetzt heutzutage haben, ist eine Kultur der maximalen Aggressionsverdammnis. Ja? Wir gehen her und sagen, Aggression ist nur schlecht, die ist das Böse, die darf es nicht geben. Ja? Wir tun so, als ob man der Menschheit seit Anbeginn zugehöriges Verhalten einfach per Dekret abschaffen könnte und übersehen ganz schlichtweg, dass Aggression im menschlichen Verhaltensrepertoire immer drinnen war. Und dass das einfach ein ganz normaler Bestandteil der menschlichen Möglichkeiten ist. Und nicht irgendwas, was man mit ein paar Lackschichten-Zivilisation dann so lange übertünchen kann, bis es eh nie mehr zum Vorschein kommt. Nach Analyse vieler Täterprofile steht für sie fest, spontan geschieht ein Amoklauf nicht. Kurzschluss ist es sicher keiner, weil Kurzschluss setzt jetzt einmal keine Tatvorbereitungshandlungen voraus. Ein Kurzschluss ist genau das Gegenteil davon. Da reagiere ich auch spontan aus der Situation heraus, aus dem Augenblick und habe es nicht vorbedacht und nicht vorbereitet. Es ist sicher kein Kurzschluss, es ist eine vorbereitete Handlung, die eine lange Tatvorlaufzeit hat und die da durchaus x-mal in der Fantasie durchgespielt wurde. Und da geht es schon um das Ziel, dass man der Welt
im Wesentlichen zeigt, wozu man fähig ist. Und dabei gleichzeitig aber auch die Wut, die sich angesammelt hat, einmal abreagiert. In einem finalen Crescendo Furioso. In Winnenden bangen die Menschen über Stunden um ihre Angehörigen. Schnell verbreitet sich die Nachricht vom Amoklauf. Viele Menschen treffen sich vor der Schule. Auch Gisela Meyer fährt zur Albertville-Realschule. Dort arbeitet Tochter Nina als Referendarin. Ich bin da hingefahren mit dem sicheren Gefühl, ich finde sie irgendwo. Ich dachte, ich muss in dieses Infozentrum gehen, fragen, wo sie ist und dann in irgendeine der umliegenden Hallen fahren. Und da treffe ich sie dann inmitten von 200 verstörten Schülern und helfe ihr, die Schüler zu beruhigen, an ihre Eltern wieder zurückzugeben und so weiter. Das war meine Vorstellung, so bin ich dahin gefahren. Das war meine Vorstellung in diesem Augenblick, in dem ich fragte. Ich habe ja auch nicht gefragt, was mit meiner Tochter ist. Ich habe nur gefragt, wo sie ist. Das ist alles. Ich wollte gar nicht wissen, was ist, weil ich ganz sicher war, dass sie lebt. Zu diesem Zeitpunkt ist die Informationslage konfus. Niemand kann sagen, wie viele Menschen verletzt oder gestorben sind. Für die Angehörigen bleibt die Hoffnung. Es sähe sehr schlecht aus. Dann dachte ich, na, was jetzt? Verletzt, Krankenhaus, tot war immer noch kein Gedanke, absolut nicht. Da haben sie dann gesagt, ja, es hat es nie jemand ausgesprochen. Das sähe sogar sehr, sehr schlecht aus. Das war meine jüngere Tochter, die dann gesagt hat, Mama, kapierst du eigentlich, was die uns sagen wollen? Die wollen uns sagen, dass Nana tot ist. Das war ihr Satz, nicht meiner. Sie hat es verstanden. Nina Meyer wurde nur 24 Jahre alt. Sie unterrichtete Deutsch, Kunst und Religion. Und von dem Moment an, ich kann niemals behaupten, dass ich es verstanden hätte. Ich hätte es nicht überlebt, wenn ich es verstanden hätte. Das ist eine Schockfunktion. Das ist Schock. Die Welt verschwindet, man hört nichts mehr. Man hört auch die Stimmen definitiv nicht mehr. Das ist wie Watte. Der Verlust für einen Menschen, der einen Angehörigen verloren hat, wenn der Hintergrund ein Gewaltverbrechen ist, insbesondere wenn ein anderer Mensch willentlich das Leben eines Angehörigen nimmt und das vorsätzlich und planvoll, dann erschüttert das das Urvertrauen in Menschen erheblich. Von dem 17-jährigen Amokläufer in Winnenden fehlt zu diesem Zeitpunkt jede Spur. Igor W. sucht gerade einen Parkplatz, als plötzlich jemand seine Beifahrertür aufreißt, ihn mit der Waffe bedroht und zum Weiterfahren zwingt. Es folgt eine Irrfahrt durch Stuttgart und Umgebung. Als der Täter und seine Geisel in stockenden Verkehr geraten, droht die Lage zu eskalieren. Das hat ihn offenbar, wie uns die Geisel sagte, etwas unruhig gemacht. Da kam es dann auch zu einer Konversation, in dem der Täter sagte, soll ich die da vor mir alle abknallen, soll ich die alle aus dem Weg schießen. Die Geisel konnte dann offenbar den Täter etwas beschwichtigen. Und dann sind sie abgefahren in Richtung Tübingen. Er habe schon 15 Menschen getötet. Und das sei noch nicht alles für heute, droht der 17-Jährige seiner Geisel. Nach knapp 2 Stunden sieht Igor W. einen Streifenwagen. Ruckartig reißt er das Lenkrad herum, manövriert seinen grünen Charan auf den Seitenstreifen und springt aus dem rollenden Auto. Wenn es nach dem Täter gegangen wäre, hätte die Fahrt nicht auf dem Grünstreifen geendet, sondern bei einer weiteren Schule. Diesem Wunsch des mehrfachen Mörders kam der Autofahrer zum Glück nicht nach. Warum er angehalten hat, sieht man ja. Er hat sich wohl festgefahren. Und wie es dann weitergeht, wissen wir noch nicht. Kann man irgendwas erkennen? War er verletzt, Waffen drin oder ähnliches? War jetzt hier nicht zu erkennen. Spuren eines Kampfes? War nicht zu erkennen. Während der Fahrer des Wagens im Zickzack Richtung Polizei rennt, flüchtet der Amokläufer in ein Industriegebiet in Wendlingen. Auf der Suche nach einem neuen Fluchtwagen stürmt er in dieses Autohaus. Als er keinen Wagen bekommt, tötet er einen Kunden und einen Verkäufer. Es sind seine letzten beiden Opfer. Draußen fährt die Polizei vor. Der 17-Jährige schießt aus dem Autohaus. Die Beamten werden überrascht und gehen hinter parkenden Autos in Deckung. Dann schießen sie zurück. Ich habe einen Polizisten gesehen, einen Knall gehört und denke, was ist jetzt passiert? Und gucke runter und hier rennen Polizisten rum und schießen. Und dann habe ich da gesehen, da ist ein Polizist gelegen. Und da drüben war irgendwas. Also. Der Amokläufer sitzt in der Falle. Er feuert auf alles, was sich bewegt, auch auf ein Auto mit 2 Zivilbeamten.
Der Täter hat auf einen vorbeifahrenden Streifenwagen geschossen und hat meine beiden Mitarbeiter, Fahrer und Beifahrer, getroffen. Er hat möglicherweise nur einen Schuss abgegeben bzw. einen Treffer gelandet, aber das Projektil durchschlug zunächst den Gesichtsschädel des einen Kollegen und hat dann auch noch den zweiten Kollegen verletzt. Noch 40 Schuss feuert der 17-Jährige ab. Als er von der Polizei am Bein getroffen wird, hebt er die Waffe, hält sie sich an den Kopf und drückt ab. Tatsächlich scheint das Teil des Plans zu sein, bei dieser Tat wirklich umzukommen, zu versterben. Und es ist Teil dieses Märtyrer-Daseins, wo ja gerade die Täter auch ein Zeichen setzen wollten. Und es gehört mit dazu, dann auch diesen, für sie in ihrer subjektiven Sicht, diesen Heldentod zu sterben, es nicht zu überleben. Das ist das ganz Besondere, das Crescendo, das Finale, das große Finale am Ende der Tat. Mit der Absicht, selbst zu sterben und über den Tod hinaus bekannt zu werden, verübt im Frühjahr 2007 ein 23-jähriger Student das bisher blutigste Massaker an einer amerikanischen Universität. An der Virginia Tech in Blacksburg erschießt er 32 Menschen. 29 weitere verletzt er schwer. Er kam schnell durch die Tür, sagte nichts und dann... Wir haben Schüsse gehört und dann alles versucht, damit er nicht in unseren Raum kommt. Die Nachrichten kamen Schlag auf Schlag. Erst hieß es 2 Opfer, dann 22, dann 32. Vor seinem Tod verschickt der Student eine wirre Botschaft. You had 100 billion chances and ways to have avoided today, but you decided to spill my blood. You forced me into a corner and gave me only one option. The decision was yours. Now you have blood on your hands that will never wash off. Amokläufer haben immer das Gefühl, dass sie eigentlich die Opfer sind und dass sie durch eine solche Tat praktisch Gerechtigkeit herstellen für sich selbst. Ich fühle mich vorher wie ein Nichts von anderen getreten, symbolisch, und dann bin ich Gott. Ich entscheide über Leben und Tod. Und dieses Gefühl von Macht, was in der Fantasie lange praktisch vorher ja geprobt wird, wo man sich auch reinbegibt, um sich wieder besser zu fühlen, dieses Gefühl von Rache und Allmächtigkeit übernimmt die Oberhand während des Amoklaufs. Der Amokschütze feuert mehr als 200 Schüsse ab. Viele seiner Opfer traf er mehrfach. Die Waffen besorgte er sich im Vorfeld ganz legal. Nur ein Passfoto und seinen Führerschein musste er vorlegen. Präsident Bush reist persönlich nach Virginia, um der Opfer zu gedenken. Das liberale Waffengesetz steht hier nicht zur Diskussion. Schon vor seiner furchtbaren Tat zeigte der Amokläufer Verhaltensauffälligkeiten, die niemand ernst nahm. Was wir bei solchen Tätern im Vorfeld immer, fast immer finden, sind Anzeichen von Verzweiflung, tiefer Verzweiflung, Gefühl von Ausweglosigkeit, gar nicht so selten sogar Selbstmordgedanken und Selbstmordäußerungen. Das heißt, dass ein Weg zu einer solchen Gewalttat ein Weg der Krise ist. Ein Weg der Krise ist, indem ich am Ende glaube, indem ich andere Menschen umbringe, kann ich diese Krise am ehesten lösen. Gleich bei Spiegel TV Österreich, wie die Kobra sich auf Amokschützen vorbereitet. Sie versuchen, sich der zu benehmen, zu verhalten, dass die Polizei sie letztendlich tötet. Der School-Shooter von Winnenden war ein ehemaliger Schüler der Albert-Will-Realschule. 13 Menschen tötete er, bevor er in einem Autohaus 2 weitere Männer erschoss und schließlich sich selbst richtete. Was bleibt, ist die Frage, wie ein scheinbar ruhiger 17-jähriger Junge methodisch und völlig emotionslos morden kann. Es ist eine bürgerliche Welt, in der er aufwächst. Ein Haus in einem kleinen Ort bei Winnenden. Der Vater ist ein angesehener Unternehmer. Anscheinend deutet nichts darauf hin, dass sich jemand um den Jungen Sorgen machen muss. Ehemalige Klassenkameradinnen erinnern sich an ihn als auffallend unauffällig. Er hat jetzt irgendwie nichts Böses irgendwie gegen Mädchen oder so gehabt, aber
das war einfach nicht sein Freundeskreis, das waren eher Jungs und das war schon immer so. Also ich kenne nur 2 Jahre, 9. und 10. Klasse und so habe ich das mitgekriegt. Eher so ruhig, nicht zu ruhig, aber auch nicht zu laut, eher so Mittelmaß. Und ja, er hatte auch so seine Freunde in der Klasse und hat sich eigentlich mit niemandem jetzt, wo ich sagen würde, boah, mit dem hat er sich voll nicht verstanden. Kein auffallender Schüler. Und ich glaube, wenn ich jetzt auch noch länger von der Schule jetzt weg wäre oder so und das Ganze jetzt nicht passiert wäre, würde ich auch irgendwann nicht mehr wissen, wer das war. Hinter der Fassade gibt es Probleme. Wegen Depressionen und Gewaltfantasien wird der Junge psychiatrisch behandelt. Wenn jemand schon in den Händen von professionellen Psychiatern sich befindet und die kommen nicht darauf und sagen, da ist eine Zeitbombe, die wir vor uns haben, dann kann man erkennen, wie verdammt schwierig es ist, Amoktäter in ihrem Doppelleben, in ihrer Doppelstruktur charakterlich gesehen aufzuhellen, zu erkennen. Tatsächlich ist es so, dass eigentlich fast in allen uns bekannten Fällen es im Vorfeld zu deutlichen Hinweisen kam, bis hin zur Tatsache, dass ein Täter wiederholt darauf aufmerksam gemacht hat, ich habe hier etwas vor. Nachbarn und Bekannte beobachten, wie sich der Unternehmerssohn immer mehr zurückzieht, immer mehr Zeit in seinem Zimmer vor dem Computer verbringt. Seine Vorliebe? Ballerspiele und Internetforen, in denen sich die Teilnehmer über Waffen austauschen. Als es in einem Chat um Amoktäter geht, äußert sich der 17-Jährige als Jaws Predator One im Netz. Das Witzige ist ja, selbst wenn diejenigen es ankündigen, glaubt es ihnen niemand. Den wenigen Freunden, die er hatte, erscheint er immer absonderlicher. Ich war vor 2, 3 Jahren mit ihm fest befreundet, habe einiges mit ihm gemacht, war auch öfters bei ihm drüben, aber er ist mir irgendwann so komisch abstrakt mit seinem Hobby geworden und dann bin ich da, habe ich mich da von ihm entfernt. Was heißt das Hobby? Er hat halt Softwares gesammelt und Gaswaffen, Druckluftwaffen, hat er alles in seinem Zimmer hängen gehabt. Und damit hat er im Keller immer geschossen. Hat auch mal ein Turnier. Wir haben mal ein Turnier so unter Jugendlichen gemacht mit Softairs. Und da hat er halt gleich immer Stark genommen und dann haben wir ihn da ausgeschlossen. Und dann, er hat halt wirklich mit Waffen, also er war ein richtiger Waffenauer. Das Zimmer des 17-Jährigen liegt unter dem Dach. An den Wänden hängen Nachbildungen von Sturmgewehren und Maschinenpistolen. Sogenannte Softair-Waffen. Im Sportschützenverein Leutenbach darf er auch mit echten Waffen üben. Hier ist sein Vater Mitglied. Der Unternehmer sammelt Pistolen und Gewehre. Er hat Standaufsicht, als sein Sohn den Schützenverein aufsucht. Wir haben unser Schießbuch, wo wir an jedem Trainingsabend die teilnehmenden Schütze eintragen müssen. Hier sind die verschiedenen Termine aufgeschrieben. Wer Aufsicht hat, ist aufgeschrieben und die teilnehmenden Schütze. Der Junge wird kurz eingewiesen. Seine Waffe, eine Beretta 9 mm. Ja, der ist wie jeder neue Schütze, der Interesse hat. Ist hierher gekommen, hat eine Waffe bekommen von seinem Vater und ist dann eingewiesen worden, wie man die Waffe ladet, die Sicherheitsbestimmungen, immer Waffe nach Hause, wie man die Waffe ablegt. Und der hat dann da einen Bauschuss gemacht. Der Vater hatte mehrere Waffen. Aber die waren bis auf eine ordnungsgemäß im Panzerschrank aufbewahrt. Aber leider hat das, dass die eine nicht aufbewahrt war, dazu geführt, dass der Täter relativ locker an die Waffe herankam und offenbar auch an die Vielzahl von Munition. Auch in der Waffenkammer des Vereins wird darauf geachtet, dass die Pistolen verschlossen sind. Doch die Trainingswaffe seines Sohnes hatte der Vater zu Hause im Schlafzimmer unter einem Stapel Pullover versteckt. Also wir vermuten schon, dass er den Code des Munitionspanzerschranks kannte, denn sich 250 Patronen zu beschaffen, das geht nur, wenn man... Der Vater hatte über 4600 Patronen in diesem Panzerschrank, Zugriff darauf hat. Durch die Unachtsamkeit eines Vaters und durch eine sinnlose, feige Tat verlieren in Winnenden 15 Familien einen geliebten Menschen. Für die Angehörigen bleiben viele Fragen offen. Auch weil der Täter sie ihnen nie beantworten wird.
Die Trauer wird die Angehörigen ein Leben lang begleiten. Der Tod kam so plötzlich, es blieb keine Zeit des Abschiednehmens. Der Gedanke, dass Gisela Meyer nicht als Erste zu ihrer verstorbenen Tochter darf, sondern Fremde bei ihr sind, quält sie bis heute. Man hat mir gesagt, sie wäre tot. Schön, ich habe das gehört. Begriffen habe ich gar nichts. Ich wollte sie in den Arm nehmen. Und das mit einer unendlichen Macht. Das ist vielleicht der stärkste Impuls, den man überhaupt spüren kann. Und genau das durfte ich nicht. Und das ist etwas, das habe ich bis zum heutigen Tag nicht überwunden. Dieser Punkt ist immer noch, ist einer von diesen ganz schmerzhaften Punkten in mir. Mehr denn je trainieren Einsatzkräfte heute das richtige Handeln im Amokfall. Wie im Hauptquartier und Trainingslager des Einsatzkommandos Cobra in Wiener Neustadt. Die Sondereinheit unserer Polizei ist für Einsätze mit hohem Gefährdungsgrad spezialisiert. Dazu zählen auch Geiselnahmen und Amokläufe. Wir trainieren hier im Hintergrund operative Lagen, Einsatzlagen unterschiedlicher Art. Unter anderem ist das auch eine Möglichkeit, um Amoklagen anzugehen und zu beginnen und von hier aus uns dann zu entfalten. Sehr viele Amokläufer weltweit neigen dazu, sich selbst umzubringen in weiterer Folge oder das Phänomen Suicide by Cop. Also sie versuchen, sich der zu benehmen, zu verhalten, dass die Polizei sie letztendlich tötet. 450 Menschen, davon zwei Frauen, werden bei der Cobra für diese Sonderfälle trainiert. Dieses Jahr konnten bereits zweimal betrunkene Amokläufer überwältigt werden, bevor Personen zu Schaden kamen. Einer verschanzte sich mit Messern bewaffnet in seinem Haus im Osttiroler Ort Deband. Der andere schoss mit einer Kalaschnikow von seinem Balkon im oberösterreichischen Steyr. Der Ablauf ist jetzt folgender, dass die Annahme ist, dass auf diesem Gebäude oder über dieses Gebäude wir die Möglichkeit haben, hineinzukommen in die Räumlichkeiten, wo wir jetzt den vermeintlichen Amoktäter suchen werden. Und deswegen haben wir uns hier angenähert, sind hier auf das Dach drauf und von diesem Dach entwickeln wir uns weiter ins Haus hinein, um dann weiter vorgehen zu können. Bisher zählen in Österreich Amokläufe zur Seltenheit. Überwiegend kommt es im familiären Umfeld aus Eifersucht oder Verlustängsten zu spontanen Gewaltakten. Auch im Rausch von Alkohol oder Drogen greifen Menschen schnell zur Waffe. Mit 8 Standorten kann die Cobra landesweit relativ schnell eingreifen. Trotzdem ist Zeit das größte Problem. Die Problematik ist wirklich darin gelegen, dass Amoklauf in der Regel die ersten 20 Minuten die größten und schwierigsten Szenarien passieren, auch die meisten Tötungen passieren. Und 20 Minuten ist für eine Einheit wie unsere, dann auch rechtzeitig am Einsatzort zu sein, einfach eine sehr knapp bemessene Zeit. In Österreich kommt der Amoklauf, ein klassischer Amoklauf, kaum vor, fast nie. Es gibt andere Länder, wo das häufiger vorkommt. Littleton, Blacksburg. Amokläufe haben die US-amerikanische Gesellschaft geprägt. Immer mehr wird in den USA jetzt daran gearbeitet, Täter im Vorfeld möglicher Amokläufe zu erkennen und Opfer zu verhindern. Mit Hilfe von Überwachungskameras sollen Konflikte frühzeitig entdeckt und potenzielle Attentäter erkannt werden. Neben der Videoüberwachung kommt noch ein anderes Mittel zum Einsatz, das sich aber nicht alle Schulen leisten können: Metalldetektoren. Sie sollen verhindern, dass Schüler Waffen in die Schule schmuggeln. Es ist schon wichtig, Alarmierungssysteme und so etwas aufzubauen. Aber würde man einen Bruchteil, wirklich einen Bruchteil des Geldes in die Schulung, in den Aufbau von Krisenteams stecken, würde man Fälle verhindern können und man hätte auch schon Fälle verhindern können. Was die Schulen sicherer macht, ist ein gutes Verhältnis zu den Schülern und ein echtes Bewusstsein dafür, sich um Schüler kümmern zu wollen. Die Jugendlichen, die diese Taten begehen, das sind ja gerade nicht die, die laut aufbegehren, die uns Stress machen, die den Unterricht stören, sondern es sind eher die Jugendlichen, die zurückgesetzt in der letzten Reihe sitzen, denen es nicht gut geht, wo wir sehen können, da ist eine depressive Symptomatik, die brauchen unsere Hilfe. Wir haben in Finnland einen Fall gehabt, in dem ein Polizeibeamter einen Tag vor der Tat mit dem späteren Amokläufer gesprochen hat, weil der auch sehr auffällig war, wie viele dieser Amokläufer. Und was er vermutlich gemacht hat, er hat den Fall getriggert. Er hat ihn als ungefährlich eingeschätzt, weil er nicht die richtigen Fragen gestellt hat, nicht das Hintergrundwissen hatte. Und der Amokläufer war schon sehr, sehr weit in seiner Vorbereitung und Planung. Er hat wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt den Entschluss
gefasst, die Tat zu begehen. Das Erkennen, ob jemand zum Amokläufer werden kann, ist schwierig. Auch die Vorliebe für Ballerspiele kann, muss aber kein Indiz sein. Was wir immer wieder sehen, ist, dass die Täter sich vor der Tat, manchmal in den Tagen und Wochen zuvor, abkapseln und isolieren und sich in ihre private Welt zurückziehen. Und das kennen wir auch von Leuten, die Selbstmord begehen. Sie haben ihre Entscheidung getroffen und die Tat ist für sie die Lösung eines Problems. Das heißt, sie werden ruhiger. Sie machen häufig Alltagsdinge oder sie bereiten sich vor. Beispielsweise, indem sie Videospiele spielen, aber in dem Sinn, dass sie in die Fantasie nochmal reingehen, eine solche Tat zu begehen. Und setzen dann um, was sie in Gedanken schon vorher hundertfach durchgespielt haben. Die Hälfte der Österreicher nutzt Computerspiele. Ein Bruchteil davon sind Extremspieler. Die Jagd nach dem nächsten Level mit virtuellen Waffen ist für viele eine Art Spiel ohne Grenzen, ohne Zeitlimit. Große LAN-Partys ziehen sich über mehrere Tage hin. Bei Ego-Shooter-Spielen hat der Spieler eine virtuelle Waffe in der Hand und bewegt sich durch den Cyberspace. Dort schießt er auf bewegliche Ziele. Die Darstellung ist in den vergangenen Jahren immer realistischer geworden. Bei den Shooter-Games ist es so, dass eine Vielzahl von Faktoren hier zum Wirken kommen. Zum einen diese physiologische Anspannung und diese direkte Belohnung, die ich erlebe in einer solchen Situation. Ich erlebe Kontrolle. Jetzt stellen Sie sich vor, ein Jugendlicher, der sonst immer nur erlebt, dass er keine Kontrolle über das hat, was in seinem Leben passiert, der sich als zurückgewiesen erlebt, hat plötzlich in diesem Spiel Kontrolle über das, was dort passiert. Für Außenstehende ist nur schwer nachvollziehbar, was in den Köpfen der Spieler vor sich geht. Welche Muster das Spielen im Hirn hinterlässt, haben die Suchtforscher herausgefunden. Exzessives Zocken kann süchtig machen, muss es aber nicht. Bei Jugendlichen mit Gewaltfantasien kann sich das Spielen aber negativ auf ihre Identitätsbildung auswirken. Wir können nicht sagen, ein unbescholtener Jugendlicher spielt Killerspiel und wird dann zum Killer. Das ist Blödsinn. Was wir aber sagen können, ist, ein Jugendlicher, der schon einen langen Weg hinter sich hat, der nicht an Anerkennung gekommen ist, der ein schlechtes soziales Band hatte, keine guten Beziehungen, der Kränkungen unterliegt, der mit diesen Kränkungen nicht umgehen kann, der Fantasien entwickelt, die tötungsorientiert sind, die gewalttätig sind, dass der sich dann mit den Spielen auseinandersetzt oder sich oftmals mit diesen Spielen auseinandersetzt und neue Ideen bekommt. Es wird diskutiert, ob diese Spiele deshalb gefährlich sind, weil sie tatsächlich dazu beitragen, dass ich gewisse Hemmschwellen senke. Weil ich einfach ganz schnell mechanisch abdrücke und immer wieder Opfer töte, virtuell, ohne dass ich darüber nachdenke, will ich das jetzt eigentlich oder nicht. Es hat also eine Art Trainings- oder Übungseffekt. Nicht ohne Grund werden ja solche Spiele auch in militärischen Kreisen eingesetzt, um Tötungshemmungen abzubauen. Was im Spiel funktioniert, die Verwischung von Realität und Fiktion, wird in der Wirklichkeit auch umgekehrt genutzt. Was aussieht wie ein Computerspiel, ist Realität. Es ist Krieg und jeder Schuss ein potenziell tödlicher. Wenn Jugendliche aber eigentlich noch in einer Phase, in einem Alter sind, wo sie dabei sind, eine Identität zu entwickeln, herauszubilden, kann es passieren, dass sie über dieses ständige in andere Rollen schlüpfen, durch ihre Erfahrungen in ihren Lebenskontexten, die dazu führt, dass sie sich gar nicht dieser Gesellschaft zugehörig finden, sozusagen so eine Nebenrealität schaffen und in dieser Nebenrealität eine eigene Identität entwickeln, die mehr mit ihnen zu tun hat als ihre wahre Identität in diesem Leben. Videospiele werden von Amokläufern wie Brandbeschleuniger verwendet. Sie gehen die Fantasie rein, sie denken selbst, sozusagen, sie stellen sich vor, sie sind der Täter. Manche der Täter haben ihre Schule nachgebaut virtuell und haben praktisch das schon mal in der Fantasie durchgeprobt gehabt. Jokela in der finnischen Provinz. 5000 Einwohner, die Arbeitslosenquote liegt bei 3%. Kein Ort, an dem man unglücklich sein muss. Und doch Heimatort eines Amokläufers. Die Familie des Täters gehört zur Mittelschicht. Die Eltern sind Musiker und betreiben ihr eigenes Tonstudio. Ihr Sohn soll überdurchschnittlich intelligent gewesen sein. Den Großteil seiner Zeit verbringt er im Internet. Seine Filme auf der Videoplattform YouTube strotzen vor gewaltverherrlichenden Inhalten. Hier veröffentlicht er am Tag vor dem Amoklauf auch seinen mörderischen Plan. Untermalt von düsterer Musik feiert er sich und sein feiges Vorhaben. Unter der Überschrift Attack Information kündigt er das School Shooting an. Der Täter von Finnland war insofern auch
auffällig, dass er wieder vorher Videos produziert hat. Das heißt, wir sehen in den letzten Jahren, dass stärker das Internet von solchen Tätern genutzt wird als vorher. Und was sich auch hier gezeigt hat, dass dieser Täter sehr stark auch Kontakt mit anderen Leuten gehabt hat im Internet, die an Amokläufen interessiert war. Das ging sogar so weit, dass es auch jemanden im Internet gab, der in dieser Community von Leuten, die Amokläufe an Schulen gut finden, davor gewarnt hat, dass dieser finnische Täter und eben ein paar andere Namen auch jemand sein könnte, der eine solche Gewalttat begeht. Der krankhafte Narzissmus wird ihm fast zum Verhängnis. Ein Beamter erfährt von den Drohungen, stellt den Jungen zur Rede. Doch der kann den Polizisten beschwichtigen. Auch Freunde schöpfen keinen Verdacht. Ich kannte ihn seit 10 Jahren und habe nur positive Erinnerungen an ihn. Wir haben zusammen viele lustige Momente erlebt. Hat er mit Ihnen über das Schießen, das Sterben oder die Kürze des Lebens geredet? Hat er sich über Sie gestellt? Nein. Ich kannte ihn ja lange und habe in letzter Zeit auch kleine Veränderungen bemerkt. Aber das hier kam alles völlig überraschend. Der Täter fährt, bewaffnet mit einer Pistole, zur Schule von Jokela und tötet 8 Menschen. Selbst eine Warnung der Schulleiterin konnte die Schüler nicht retten. Die Direktorin machte eine Durchsage, dass alle in ihren Klassen bleiben und die Türen verschließen sollten. Es sei eine Katastrophenübung. Den genauen Wortlaut kennen wir noch nicht, aber auf jeden Fall hat sie gesagt, bleibt, wo ihr seid. Sie hat also nicht gesagt, was wirklich los war? Nein. Es hätte sicher einen Panikausbruch gegeben, wenn sie die Wahrheit gesagt hätte, dass es eine Schießerei gab, und das wollte sie wohl vermeiden. Das war sehr klug. Schulleiterin Helena Kalmi will ins Freie flüchten, doch der Täter folgt ihr. Sie muss versucht haben, ihn aufzuhalten, denn die tödlichen Schüsse trafen sie von vorn. Wenn jemand in einem Amok-Modus ist, darf man nicht ansprechen. Der Versuch, ihn runterzuquatschen, kann potenziell tödlich enden. Wenn sie praktisch zu der Gruppe gehören, gegen die er einen Hass hat, wird er sie sofort umbringen. Während der Amokläufer durch die Gänge der Schule rennt und versucht, in Klassenzimmer einzudringen, breitet sich unter den Schülern Panik aus. Während die Schüler flüchten, suchen Polizisten den Täter. Sie finden ihn erst nach 2 Stunden bei den Toiletten. Er hatte sich selbst in den Kopf geschossen. Die Waffe? Ganz legal gekauft. Er besaß einen Waffenschein. Ein Geheimnis machte er daraus nicht. Ich habe gehört, dass er sich die Waffe vor ein paar Wochen gekauft hat. Er hat auch mal darüber geredet, dass er Menschen erschießen will. Ich habe gedacht, das kann doch nur ein Witz sein, aber jetzt hat sich herausgestellt, es war gar kein Witz. Nur in den USA und im Jemen besitzen die Menschen pro Kopf mehr Waffen als in Finnland. Die meisten benutzen sie für die Jagd auf Tiere. Nicht auf Menschen. Ich empfinde so viel Hass. Es wäre besser gewesen, der Attentäter hätte überlebt. Dann hätte er die Verantwortung übernehmen müssen. Das macht man nicht. Erst die anderen erschießen und dann sich selbst. Er hätte leben müssen, um die Verantwortung zu tragen. Gleich bei Spiegel TV Österreich. Zielscheibe Lehrer, der Amokläufer von Erfurt. Ich hatte das Glück, dass ich den Unterricht schon beendet hatte und nicht vor der Tafel stand. Bis zum Jahr 2002 glaubten viele, dass ein Amoklauf ein amerikanisches Phänomen sei, begünstigt durch die liberalen Waffengesetze in den USA. Doch dann bricht innerhalb von nur 10 Minuten das Grauen über die ostdeutsche Stadt Erfurt herein. Das Gutenberg-Gymnasium wird Schauplatz des ersten Schulamoklaufs in Deutschland.
Im Frühjahr 2002 betritt ein ehemaliger Schüler das Gymnasium am Erfurter Gutenbergplatz. Es ist sein erster Besuch des altehrwürdigen Gebäudes nach seinem Schulverweis 6 Monate zuvor. Am heutigen Tag stehen die letzten schriftlichen Abiturprüfungen auf dem Plan. Im unteren Geschoss der Schule trifft er auf Hausmeister Uwe Pfotenhauer. Er hat ganz konkret nach Frau Alt gefragt gehabt. Allerdings war das für mich ein ganz normales Gespräch, was in keinerlei Zusammenhang war. Ja. Und nach dem Gespräch war für mich eigentlich die Sache auch vergessen. Bis zu dem Moment, wo dann alles anfing. Nachdem er sich vergewissert hat, dass die Direktorin anwesend ist, betritt der 19-Jährige die Toilette im Erdgeschoss und bereitet sich auf seinen Rachefeldzug vor. Er maskiert sich mit einer schwarzen Sturmhaube und überprüft ein letztes Mal seine mitgebrachten Waffen. Eine Machete, eine 9mm Pistole, eine Pumpgun und mehrere hundert Patronen hat er in die Schule gebracht. Seine persönliche Habe lässt er zurück. Der ehemalige Schüler klingelt im Sekretariat. Als sich die Tür öffnet, drückt er ab, tötet die stellvertretende Direktorin und die Sekretärin. Dann zieht er weiter über die Flure. Ich bin ja unmittelbar an ihm vorbeigegangen und dachte noch, na, das ist aber jetzt ein schlechter Scherz, wenn man sich hier so vermummt und den Leuten so einen Schreck einjagt. Aber da er so ganz starr an mir vorbeigegangen ist, wusste ich, dann, den brauchst du gar nicht ansprechen. Renn mal lieber ins Sekretariat und hol Hilfe. Und dann habe ich noch wieder Schüsse gehört und habe allen, denen ich begegnet bin, zugeschrien, da wird geschossen, macht, dass ihr hier wegkommt. Und nachdem ich eben die Situation im Sekretariat gesehen habe, war das ja auch dann eindeutig. Viele Schüler trauen ihren eigenen Wahrnehmungen nicht. Und auf einmal hörte man 2 Schläge und einer direkt vor uns. Also, und das sah ich. Ein riesen Loch in der Tür und ich konnte es immer noch nicht mit Schüssen in Verbindung bringen. Viele Lehrer werden vor den Augen ihrer Schüler regelrecht hingerichtet. Wir sind dann zu dritt, ich links von unserem Biologielehrer, Roy rechts vom Biologielehrer auf die Tür zu. Wir wollten den Raum verlassen und auf einmal stand eben eine dunkle Gestalt in der Tür und es war ein riesengroßer Knall. Ich kann mich noch an einen riesengroßen Knall erinnern. Ich habe gesehen, wie mein Lehrer, es war so eine Druckwelle auch dadurch, weil es war nur 2 Meter Entfernung von dem Menschen und es war so eine Druckwelle. Ich habe nur gesehen, wie neben mir mein Lehrer zu Boden fiel. Im 2. Stock schießt der Täter 8-mal durch eine verschlossene Tür. Dahinter sterben 2 Schüler. Die 14-jährige Susanne und Ronny, seit wenigen Wochen 15 Jahre alt. Er wollte Lehrer umbringen. Das war seine Zielgruppe. Schüler haben ihn nicht interessiert. Deswegen war auch der Tatablauf so, dass er an Schülern immer wieder vorbeigelaufen ist, ohne sie zu attackieren. Er hat 2 Schüler erschossen. Dies geschah aber durch eine Tür hindurch. Er hat sie nicht gesehen gehabt. Sodass er gewissermaßen sehr stringent nach seinen Fantasien, nach seinen Racheplänen gehandelt hat. Innerhalb von 10 Minuten gibt der Täter 69 Schüsse ab. Der Rachefeldzug eines irregeleiteten Schülers, der viele seiner Opfer nicht einmal persönlich kennt. Beinahe ein Viertel aller Lehrer des Gutenberg-Gymnasiums kommen ums Leben. Wenige Lehrer, die dem Todesschützen an diesem Morgen begegnen, haben Glück. Anke Roschke ist erst seit kurzem an der Schule. Dass der Täter sie nicht kennt, rettet ihr das Leben. Der Täter ging direkt an mir vorbei auf dem Gang. Und ich hatte das Glück, dass ich den Unterricht schon beendet hatte und nicht vor der Tafel stand, sondern schon den Raum verlassen hatte. Und unmittelbar um mich herum waren schon auch größere Schüler, sodass ich also, dass er mich wahrscheinlich als Lehrer nicht erkannt hat. Kurz nach 11 informiert Hausmeister Uwe Pfotenhauer die Notrufzentrale der Erfurter Polizei. Polizeihauptmeister Andreas Gorski ist als erster am Tatort. Der 41-Jährige läuft sofort auf die Schultür zu. Für den herkömmlichen Streifenpolizisten, der dann plötzlich in eine solche Situation gerufen wird, ist das eine absolute Überforderungssituation, weil insbesondere damals die Polizisten ja auch noch nicht wirklich geschult waren, wie sie mit solchen Situationen umgehen sollen und gerade in den ersten Minuten ja auch noch gar keine Verstärkung da war.
Der Täter steht oben am Fenster, als sich Andreas Gorski gerade vor der Tür die schusssichere Weste überziehen will. Der Amokschütze öffnet ein Fenster und schießt auf den Polizisten. Am Kopf und im Genick getroffen, stirbt der Beamte vor dem Seiteneingang der Schule. Kollegen ziehen den Toten wenig später hinter die Eingangstür. Auch die Leitstelle des Amtes für Katastrophenschutz wird über die Vorkommnisse am Gutenberg-Gymnasium informiert. Mehrere Notarztteams rasen in den Erfurter Norden. Einsatzleiter ist Roland Görz. Nach dem Anruf habe ich nur kurz gestutzt, weil das eigentlich ein normales Rettungsdienstereignis ist. Und auch wenn es sich komisch anhört oder seltsam, Schießereien oder eine Schießerei in einer Schule ist erstmal nichts völlig Ungewöhnliches. Es wird schon mal mit Platzpatronen geschossen, auch mit unter Umständen Gasmunition. Es gibt irgendwo einen Knall, was vielleicht sich anhört wie ein Schuss. Und dann wird der Rettungsdienst um Hilfe gerufen. Alle verfügbaren Streifenwagen der Erfurter Polizei sind nun im Einsatz. Ohne auf einen Befehl zu warten, stürmen weitere Polizisten in das Gebäude. Dort haben sich viele Schüler aus Angst in ihren Klassenzimmern verbarrikadiert. Wir haben uns dann in der hinteren Ecke des Klassenraums auf dem Boden versteckt und haben nur vorne unseren Lehrer liegen sehen, der eben angeschossen war im Bauch. Und haben gesehen, dass der sich noch bewegt hat. Und in dem Moment hat eben Roy auch gesagt, Melanie, der bewegt sich noch, der lebt noch. Währenddessen hat der Täter innerhalb weniger Minuten eine Strecke von beinahe 2 Kilometern zurückgelegt, dabei dutzende Male gezielt geschossen. Als er im ersten Stock abermals auf einen Lehrer trifft, nimmt er seine Maske ab. Und dann wusste ich, es war so. Und dann habe ich eigentlich eins in dem Moment gewusst. Die Pistole hatte der ruckartig gehoben, die zielte mir also auf die Brust. Ich hätte keine Chance gehabt. Doch der Amokläufer schießt nicht. Der Lehrer Rainer Heisel wird es später so beschreiben. Als er den Amokschützen namentlich anspricht, scheint es, als sei der aus einer Art Rauschzustand erwacht. Laut Heise lässt er sich beinahe willenlos in den Vorbereitungsraum der Kunstlehrer einschließen. Um 11.17 Uhr fällt ein letzter Schuss. In Erfurt gab es ja diesen Vorfall, dass der Amokläufer auf einen Lehrer getroffen ist. Und der Lehrer Heise, so hieß der, gesagt hat, hör zu, hör jetzt auf, ich schau dir in die Augen. Und der Lehrer den Eindruck hatte, er hat ihn dadurch vom Amoklauf abgebracht. Das ist falsch. Dieser Lehrer hatte ein unglaublich großes Glück. Weil der Täter sozusagen hatte vorher sehr erbarmungslos Lehrer, vor allem Lehrer, exekutiert gehabt. Das heißt, die Leute, die er umbringen wollte, waren Lehrer. Was dann passiert ist, dass er durch einen Schusswechsel mit der Polizei aus seinem Amok-Modus herausgefallen ist. Praktisch, dass sein Skript sozusagen zu Ende war, seine Fantasiewelt er verlassen hat. Das hat sich dadurch bemerkbar gemacht, dass er sozusagen angefangen hat, mit anderen Leuten zu sprechen. Beispielsweise mit Handwerkern, die in der Schule waren und auch schon mal seine Maske abgesetzt hatte. Und in diesem Zustand, als er draußen war, ist er dem Lehrer begegnet. Und das hat das Leben von Lehrer Heise gerettet gehabt. Einige Minuten zuvor hätte ihn wahrscheinlich genauso erbarmungslos umgebracht wie die anderen Lehrer. Amokläufer sind schwer zu kategorisieren. Es ist weder der schlechte Schüler noch der hochbegabte Einzelgänger. Doch es lässt sich rückwirkend eine Häufung von Persönlichkeitsmerkmalen feststellen. Es sind oft junge Männer, denen es an Empathie fehlt. Sie sind wenig oder gar nicht empfänglich für die Gefühle anderer. Sie fühlen sich zurückgewiesen, isoliert, keiner Gruppe zugehörig. Auch wenn das objektiv betrachtet gar nicht zutreffen muss. Sie kennen vielleicht die Berichte, wo hinterher Nachbarn gefragt werden und die Nachbarn berichten, es war so ein netter junger Mann, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er solch eine Tat begangen hat. Er war immer unauffällig und die Familie hat sich eigentlich gut um ihn gekümmert. Das Problem ist aber, das ist die Außenansicht. Die Innenansicht kann anders aussehen. Was wir generell finden bei nahezu allen Amokläufern sind, dass sie eine erhöhte Kränkbarkeit haben. Dass sie sich schnell von anderen zurückgesetzt fühlen und nicht verstanden fühlen. Viele Täter haben ihre Fantasien und Gedanken im Internet mitgeteilt. Dort konnten sie sich inszenieren, ihren Hass kultivieren und ganz ungehindert ihre Rachepläne mitteilen.
Das alles spielte sich noch fiktional im Netz ab. Nur ein kleiner Teil der Täter hatte jemals vorher Gewalt gegen Menschen angewandt. Sie sehen sich also in der Regel selbst als Opfer, die dazu gezwungen werden, diese Tat zu vollziehen. Und auch, dass sie sich als Rächer, als Helden fühlen und glauben, dass sie eigentlich ungerecht behandelt wurden und dass diese Tat dazu dient, Gerechtigkeit für sie wiederherzustellen. In der Nachbetrachtung erscheint es fast so, als wollten die späteren Täter im Vorfeld deutlich machen: Nehmt mich ernst, schaut hin, noch könnt ihr was verhindern. Und am Ende gibt es dann einen kleinen, für Außenstehende nicht immer nachvollziehbaren Zündfunken, der das Pulverfass zur Explosion bringt. Es gibt oftmals sehr konkrete Auslöser für den Täter, die aber von außen gesehen nicht unbedingt immer so konkret sein müssen. Wir sprechen in der Tat verallgemeinernd eher so von Verlustereignissen oder von Ereignissen, die für diesen Menschen eine ganz besondere Bedeutung haben, auf die man achten sollte, die dann vielleicht dazu führen können, dass eine Tat konkret versucht wird, in die Realität umzusetzen. Insbesondere die letzten Warnhinweise sind, rückwirkend betrachtet, auffällig. Die Täter inszenieren sich mit Schusswaffen, trainieren mit ihnen, üben sich in Entpersonalisierung der vermeintlichen Gegner. Was dazu passt, dass solche Täter häufig absurd überbewaffnet sind. Sie tragen drei Schwerter mit rum, noch eine andere Schusswaffe oder ein Messer, was gar keinen Sinn macht, was eigentlich nur behindert. Aber das zeigt, dass sie praktisch ihre Tat auch ritualisieren, inszenieren, dass sie praktisch die Rächer sind und gefährlich erscheinen wollten. Und das sehen wir immer wieder in der Kleidung, aber auch in der Bewaffnung. Grundsätzlich kann man dann aber auch nochmal sagen, dass Tarnkleidung beispielsweise und Waffen grundsätzlich natürlich etwas ist, was wir ganz klischeehaft à la Rambo und Co. mit martialischer Stärke Macht über andere ausüben und Macht haben, einfach assoziieren, sodass jemand in Tarnkleidung sich vielleicht selber auch darüber diese Macht zuschreibt, die er zumindest in Gedanken in seinem persönlichen Erleben dieser Situation anderen gegenüber empfindet. Die Täter glauben an ihre vermeintliche Stärke, an todbringende Macht. Die Welt aber empfindet nur mit den Opfern und deren Angehörigen. Die entsetzlichen Folgen eines Amoklaufs zeigen, dass der Täter nichts Großes geleistet, sondern nur Abscheuliches getan hat. Diese Täter sind Versager, die nichts auf die Reihe gebracht haben, die glauben, dass ihr eigenes lächerliches Scheitern an ihrem bürgerlichen Leben, was wirklich lächerlich ist, irgendwie rechtfertigt, andere Menschen umzubringen. Andere Menschen umzubringen ist keine Kunst, das kann jeder, das ist nichts Großes. Und sozusagen die ihr Versagen, ihre auch noch damit kaschieren versuchen, dass sie sagen, das ist eine größere Sache. Das ist erbärmlich, das ist ja, einfach nur schwach. Auch das schottische Dunblane wird 1996 durch einen Amoklauf erschüttert. An einem Morgen im März hatten sich die 29 Kinder der ersten Klassen in der Turnhalle zum Sportunterricht versammelt. Um 9.30 Uhr betritt ein Amokläufer den Raum und eröffnet das Feuer. Die furchtbare Nachricht verbreitet sich rasch in der Kleinstadt. Ich kann einfach nicht glauben, dass so etwas passiert ist. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Ich kann es nicht glauben. Mein kleiner Cousin ist in der ersten Klasse. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich muss nachschauen. Die Ungewissheit über das Schicksal ihrer Kinder ist in diesen Stunden das Schlimmste für die Menschen von Dunblane. Langsam verbreitet sich die Nachricht, dass der Täter in der Dunblane Primary School 16 Erstklässler und ihre Lehrerin getötet hat. 14 weitere wurden verletzt, teilweise schwer. Gordon Bounce und seine Frau Christine McSkimming bangten lange um das Leben ihrer Enkelin Amy. Das kleine Mädchen wächst bei ihnen auf. Wie jeden Morgen war sie zur Schule gegangen, wie jeden Morgen hatten die Großeltern sie verabschiedet. Alles war wie immer, bis ein Anruf kam. Die andere Großmutter rief mich um 10.30 Uhr an und fragte, ob ich es schon im Fernsehen gesehen hätte. Sie sagte, da ist ein Mann mit einer Pistole in der Schule.
Die meisten Angehörigen erfahren von der unfassbaren Tat aus dem Radio oder Fernsehen. Alle Eltern der ersten Klasse wurden in einem Raum versammelt. Ein Polizeibeamter kam herein und bat die Familien, die Namen ihrer Kinder aufzuschreiben. Dann rief er vier dieser Namen auf und diese Leute standen auf und gingen hinaus. Wir dachten, oh, es sind ihre Kinder. Dann kam er herein und las Amys Namen vor und ich wusste nicht, wie mir geschah. Ich ging mit den anderen den Flur hinunter, dem Polizeibeamten hinterher, als der Pfarrer auf uns zukam und sagte, eure Kinder leben, sie sind verletzt. Ich weiß nicht, wie schwer, aber sie sind am Leben. Der Mann, der mit ruhiger Hand seine Waffe gezückt und wahllos auf die Erstklässler und die Lehrer geschossen hatte, war in Dunblane kein Unbekannter. Er galt schon immer als Sonderling mit einer auffälligen Vorliebe für kleine Jungen. Mit geradezu fanatischer Hingabe hatte er sein Leben der Betreuung von Jugendgruppen gewidmet. Er war ein Einzelgänger, lebte in einer Sozialwohnung in einem nahegelegenen Ort. Den Nachbarn fiel sein sonderbares Verhalten auf, doch wozu er einmal fähig sein würde, ahnte niemand. Eines Nachts ging er raus und er verbrannte alle seine Filme, Kameras und andere Sachen. Er war geheimnisvoll und sehr verschlagen. Man kam gar nicht an ihn heran, außer wenn er etwas von einem wollte. Dann konnte er sehr freundlich sein. Ich habe auch viele Fälle von Erwachsenen mit Mehrfachtötungen analysiert und da kann man ein wenig unterscheiden. Einmal gibt es Psychotiker. Das sind Menschen mit Wahnideen, die zum Beispiel Stimmen hören oder sich bedroht fühlen durch andere Menschen, in ihnen Figuren sehen oder bedrohliche Wesen. Und die deshalb töten und die sind psychisch krank. Die fallen der Umwelt natürlich schon lange Zeit als komisch auf, als merkwürdig, als zurückgezogen, aber nicht unbedingt als gefährlich. Sein krankhaftes Verhältnis zu Waffen war schon lange bekannt. Dem lokalen Schützenverein wollte er unbedingt angehören, doch der wies ihn ab. Zu gefährlich erschien den Schützenbrüdern seine Neigung, mit geladenen Waffen zu hantieren. Auch die Pfadfinder hatten ihn 20 Jahre zuvor ausgeschlossen, weil er Kinder seelisch und körperlich quälte. Daraufhin schrieb er dutzende Beschwerdebriefe an Politiker und sogar an die Queen. Zitat: Sie sind meine letzte Hoffnung. Wir dürfen bei solchen Tätern nicht Maßstäbe der äußeren Logik von uns anwenden. Wir müssen Täter immer aus ihrer Sichtweise heraus verstehen. Und wenn sie Größenfantasien haben, glauben sie, dass die Queen gerade die richtige ist, um sich praktisch um ihr Problem zu kümmern. Wenn sie auch paranoid und misstrauisch sind, glauben sie dabei gleichzeitig, andere haben sich gegen sie verschworen. Und diese Kombination aus Grandiosität, ich habe Sonderrechte, die auch immer mit einer erhöhten Kränkbarkeit einhergeht, mit einem Misstrauen gegen andere, finden wir häufig in dieser Kombination bei erwachsenen Amokläufern. Emstetten im Westen Deutschlands, 2006. Als ein 18-Jähriger schwer bewaffnet seine Schule stürmt, bricht Panik aus. Das ist auf jeden Fall. Ja. Der ist tot. Bei dem Amoklauf werden 37 Menschen verletzt. Der Täter schießt wahllos in die Menge und richtet sich danach selbst. Geschulte Streifenbeamte greifen schnell ein und verhindern noch Schlimmeres. Der Täter von Emstetten ist in seinem ganzen Leben vor sich hingescheitert. Und er wollte einmal was richtig machen, was ihm zum Glück auch nicht gelungen ist. In seinem Amoklauf gelang es ihm zum Glück nicht, andere Menschen umzubringen. Vor dem Amoklauf stellte er einen Abschiedsbrief ins Netz. Zitat: Das Einzige, was ich intensiv in der Schule beigebracht bekommen habe, war, dass ich ein Verlierer bin. Ich scheiß auf euch. Ich hasse euch. Ich will Rache. Die Täter unterscheiden sich von typischen Gewalttätern mit aggressiven Gewaltkarrieren. Aber trotzdem ist es, wenn man so will, eine Krise der Männlichkeit. Diese Jungen wünschen sich nicht so sehr, wie männlich zu sein, wie anerkannt zu sein, wie letztlich auch ohne Angst zu sein und anderen Angst machen zu können, weil sie im Grunde in ihrer Entwicklung über Jahre hinweg das Gefühl haben, sie werden von anderen Jungen beeinträchtigt, ihnen wird von anderen Angst eingeflößt und sie wünschen sich
teilweise mit einem Rachegedanken auch, nun mächtig zu sein, männlich zu sein. Ich bin sichtbar, beispielsweise als Junge in meinem sozialen Umfeld, durch meine Taten, durch das, was ich mache, dadurch, dass ich cool und angesehen bin, dass ich viele Freunde habe. Gerade junge Männer versuchen in einem gewissen Alter natürlich, sich selbst zu entdecken, eine eigene Identität herauszubilden. Das machen natürlich auch Frauen. Das kann aber erklären, warum vielleicht die wahrgenommene Zurückweisung, das Nicht-Dazugehören für einen Jungen, der sehr in diesen Klischees auch groß wird und sozialisiert wird, eine ganz besondere Bedeutung hat. Sodass er über die Art und Weise, sich in dieser Tat sehr martialisch darzustellen, Stärke herzustellen, eigentlich etwas ausgleicht. Nämlich die Tatsache, dass er sich als schwach erlebt und nicht dazugehört, ausgleicht dadurch, dass er den anderen zeigt, wie stark er ist. In Videoforen inszeniert er sich in martialischen Posen. Als Resistant X, ein Killer im schwarzen Mantel. Der Täter von Emstetten hatte eine Kriegermentalität eingenommen, so nennen wir das. Das heißt, er ist stark in die Rolle des Rächers, des Kriegers geschlüpft. Und das hat er auch in seinen Videos gezeigt. Er hat beispielsweise auf einen Filmhelden aus Matrix sehr stark Bezug genommen. Die anderen haben ihn auch verspottet und den Matrix-Mann genannt. Matrix ist ein Film, in dem Menschen mit dunklen Mänteln ziemlich sexy andere umbringen, weil sie praktisch gegen eine monströse, ungerechte Welt kämpfen. Und der Täter hat sich in diese Welt reinfantasiert, hat sich selbst auch so in Videos inszeniert und hat auch so seine Rechtfertigung für seine spätere Tat gefunden. Dieser Amokläufer ist einer, der sich selber drapiert als Held. Der drapiert sich, der zieht sich diesen schwarzen Mantel an, der bewaffnet sich und der übt es ein, der stellt sich in Pose, das ist ein Poser. Ja? Und dann geht er hin und bringt Lehrer um und Lehrerinnen und Schüler oder Leute, die auf der Straße rumlaufen. Was ist daran irgendwie großartig? Überhaupt nichts. Das ist ganz, ganz furchtbar. Ja? Gleich bei Spiegel TV Österreich. Wie ein Täter für seine Tat übt und sie im Internet ankündigt. Damn bitches. Der Amokläufer aus dem deutschen Emstetten. Den Bezug zur Realität hatte der Waffennarr längst verloren. In Kriegermontur glaubt er, den einsamen Partisanen im Kampf gegen das verhasste Establishment darzustellen. Und präsentiert seine selbstgebastelten Sprengsätze im Internet. Auch seine Waffen besorgt er sich illegal im Netz. Wir haben bei einigen Amokläufern diese Identifizierung und Faszination mit Waffen im Militär. Das heißt, sie fühlen sich dann als Männer, als Krieger, wenn sie diese Waffen zeigen. Das haben männliche Jugendliche generell, aber bei diesen Tätern ist nochmal viel, viel deutlicher und viel stärker als vorher. Sodass wir eine Liebe, eine Inszenierung im Umgang mit Waffen, gerade wenn es noch mit anderen Faktoren zusammenkommt, wie Selbstmordäußerungen, dass das eine sehr, sehr gefährliche Kombination darstellen kann. Der Täter wächst in bürgerlichen Verhältnissen auf. Von seinen Problemen bemerken die Eltern angeblich nichts. Sie haben in der Regel für nach außen wirkend normale Elternhäuser, was nicht ganz stimmt. Es sind Elternhäuser ohne typische Risikofaktoren für Gewaltentwicklungen. Das heißt, keine Alkohol- und gewaltgeprägten Elternhäuser, sondern durchaus Mittelschicht und gehobene Schicht, wo man sich um das Wohlergehen der Kinder kümmert. Aber im Verhältnis zum Sohn, der später zum Täter wird, gibt es eigentlich keine Beziehung. Man streitet nicht, man kommuniziert nicht richtig, man verdrängt die Probleme des Sohnes, die man durchaus bemerkt, und man schweigt. I can't fucking wait until I can shoot every motherfucking last one of you. Fucking damn bitches. They punched me, they spit on me, they knocked me down, they laughed on me, and I always shoot them. Where's the problem? There is no problem. I can shoot whoever I want. It's my life, my gun, and I can do with it whatever I want. Er wollte es der ganzen Welt zeigen. Deswegen hat er sein letztes Video auf Englisch praktisch gemacht und wir wissen auch, er hat es vorher probiert. Er hat vorher, wir kennen Übungsvideos, wo er praktisch mit seinem Zettel so da sitzt und schon mal den Text auswendig lernt. Weil er wollte, dass nicht nur in Deutschland, sondern die ganze Welt sozusagen sieht, was er für ein cooler Typ ist, für ein gefährlicher Rächer. Und wenn man sich das Video anschaut, in diesem biederen Wohnzimmer wirkt das Ganze doch sehr lächerlich. Und auch da ist er wieder gescheitert und konterkariert sich selbst.
Sie wollen eine Botschaft hinterlassen, weswegen ihre Extremform von Gewalt angeblich noch gerechtfertigt sei. Als im Frühjahr 2002 ein 19-Jähriger an der Erfurter Gutenbergschule Amok läuft, hat die Polizei noch keinerlei Erfahrung mit Amoklagen. Um 11.25 Uhr, 8 Minuten nach dem letzten Schuss, trifft Erfurts Polizeichef Rainer Grube am Tatort ein. Nachdem er eben bekannt wurde, aus zu diesem Zeitpunkt 12 Zeugenaussagen, dass ein zweiter Täter im Haus ist, erschien es mir nicht opportun, dort willkürlich weitere Polizisten zum Einsatz zu bringen, die möglicherweise A, selber Opfer geworden wären oder B, die dann vielleicht noch verursacht hätten, dass es zu einer Panik in der Schule gekommen wäre. Grubes erste Anweisung: Bis zum Eintreffen der Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes darf keiner die Schule betreten, weder Polizisten noch Sanitäter. Das Schlimmste eigentlich war die Warterei. Die hat ziemlich an den Nerven gegangen. Die Warterei, nicht zu wissen, wann geht's los, was ist überhaupt alles passiert in der Schule. Etwa 180 Schüler befinden sich zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude. Die einzige Verbindung zu den Angehörigen sind Handygespräche und SMS-Botschaften. Melanie Mecke und eine Lehrerin hängen einen Zettel in das Fenster ihres verbarrikadierten Zimmers. Verzweifelter Hilferuf für einen Schwerverletzten. Da der Lehrer wirklich noch gelebt hat und eben neben unserem Raum gelegen hat und immer wieder sehr laut um Hilfe gerufen hat, stundenlang, also mindestens anderthalb Stunden, wollten wir eben irgendwelche ärztliche Versorgung. Wir haben gehört, dass niemand im Schulhaus ist und sich keiner drum kümmert, nur noch unser Biologielehrer, der ständig nur noch um Hilfe geschrien hat und auch nach einem Arzt geschrien hat und natürlich Schmerzen hatte. 2,5 Stockwerke kann sich der schwerverletzte Biologielehrer noch nach unten schleppen. Dann stirbt er auf dem Treppenabsatz, nur wenige Meter entfernt von den wartenden Sanitätern. Um 11:45 sind die ersten Spezialeinsatzkräfte vor Ort. Sie sollen langsam in das Gebäude einsickern, den oder die Täter ausschalten und die Schule evakuieren. Auf dem Schulhof finden sie eine Lehrerin mit schweren Schussverletzungen. Meter für Meter arbeiten sich die Einsatzkräfte durch das Gebäude. Doch das Innere des Gymnasiums ist den Elite-Polizisten fremd. Da kam dann halt das SEK auf unsere Etage. Das hörte man dann schon, ja, wie sie die Türen öffneten, halt laut Polizei, Polizei riefen. Und da fiel uns dann schon ein Stein vom Herzen. Also die kamen dann auf Toilette und haben uns halt auch erstmal wie Verdächtige behandelt, sag ich mal. Haben uns erstmal überprüft, wer wir überhaupt sind, ob wir in die Schule gehören. Dann sind die SEK-Beamten raus. Und dann kam wieder eine Reihe rein, weil sie noch einen Raum auf der Etage überprüfen mussten, die 111. Und da wollten sie wissen, wie der Raum aussieht. Da habe ich ihnen an die Toilettenwand eine Skizze angezeichnet. Im Kunstvorbereitungsraum finden die Männer schließlich den Amokläufer. Seine letzte Kugel hat er auf sich selbst abgefeuert. Seit 73 Minuten ist er tot. Auch der Amokläufer von Erfurt entzog sich der Verantwortung und brachte sich um. Die Polizei geht zu diesem Zeitpunkt immer noch davon aus, nur einen von mehreren Amokläufern tot aufgefunden zu haben. Die Suche nach einem möglichen zweiten Täter geht weiter. Gerettete Schüler und besorgte Eltern werden auf einem Sportplatz in der Umgebung zusammengeführt. Szenen, die man in Erfurt bis dahin nur aus fernen Krisengebieten kannte. Neben Seelsorgern sind auch mehr als 50 Psychologen im Einsatz, um die Traumatisierten zu betreuen. Die Meldung über die Schüsse in der Schule wird seit 12 Uhr mittags im Radio verbreitet. Zwischenzeitlich sichern Polizeibeamte das nahegelegene Wohnhaus des Täters. Als der sich am Morgen verabschiedete, glaubten seine Eltern, er gehe zur schriftlichen Abiturprüfung. Nun suchen Spezialisten sein Zimmer nach verborgenen Sprengfallen ab. Die Ermittler finden eine Sporttasche mit Munitionsvorrat von mehreren hundert Schuss für beide Waffen.
Auch im Schulgebäude haben Forensiker und Bestatter die Arbeit übernommen. Die Angehörigen der Opfer wissen noch wenig über das, was passiert ist. Auch die Eltern des Todesschützen nicht. Die Eltern sind in so einem Zwiespalt zwischen, ich merke, bei dem ist irgendwas nicht in Ordnung, und aber ich respektiere auch seine Grenzziehung. Das andere ist, man kann sich schlichtweg nicht vorstellen, dass das eigene Kind eine solche Tat begeht oder zu fähig ist. Was ja auch auf eine gewisse Art natürlich ist. Und was wir auch sehen ist, manche Täter haben sehr bewusst versucht, ihre Vorbereitung, ihre Planung vor ihren Eltern geheim zu halten. A, weil sie nicht entdeckt werden wollten und B, weil sie die Eltern nicht mit hereinziehen wollten. Ein Jahr vor seinem Schulverweis stellt der Junge einen Aufnahmeantrag beim Erfurter Schützenverein. Da er zu der Zeit noch nicht volljährig ist, unterschreiben seine Eltern. Als er den Waffenschein erhält, kauft er sich die späteren Tatwaffen, mit denen er im Wald trainiert. Zu Hause spielt er am Computer weiterhin stundenlang Ego-Shooter-Spiele. Er redet kaum noch. Die Eltern nehmen es resigniert zur Kenntnis. Die Schuldfrage kann selbst ein Abschlussbericht nicht endgültig klären. Die Eltern des Täters werden sich ihr Leben lang Vorwürfe machen. Sie müssen sich fragen, warum sie den Zustand ihres Jungen nicht bemerkt und darauf reagiert haben. Bei der Trauerfeier auf dem Erfurter Domplatz wird der 16 Opfer des Amoklaufs gedacht. Der Name des Todesschützen wird in keiner Trauerrede erwähnt. Unter Polizeischutz nimmt die Familie des Täters am Fenster der Wohnung des Domküsters an dem Gedenken teil. Tausende Trauernde denken an die Opfer der sinnlosen Tat, in der Hoffnung, dass sie keine Nachahmer findet.